Wer bist du? Du bist Natascha. Du suchst meinen Ehemann? Er nimmt draußen ein Sonnenbad. Okay. Mietz, Mietz, Mietz! Mietz! Mietz, Mautz, Mutz! Mietz, Muschi, Muschi, Muschi! Komm, dich nehme ich mit. Dich nehme ich jetzt mit. So, komm, komm. Komm, ich nehme dich jetzt mit. Ohne Wenn und Lava. Ach, die Wilde. Blöde Katze. Gott. Also gibt es wohl doch etwas hier. Wahrscheinlich ein Klacken? Was auch immer das soll. Was bist du eigentlich für ein Rentner hier? Der Osserm. Adol, richtig? Dein rotes Haar ist ein, ein Todesmitbringsel? Lex war auf der Suche nach dir. Schau ihn dir an, wenn du einen Moment hast. Oder geh zu ihm, wenn du einen Moment hast. Er hat wirklich auf etwas gearbeitet. Er wird normal nur bei den Göttinnen so aufgeregt. Wer bist du überhaupt? Ja. Wenn du nach Lex suchst, er ist zurück zu den Ruinen gegangen. Du wirst ihn dort ohne Zweifel finden. Okay. Das war's für uns. Dann gehen wir mal gucken. Was uns vielleicht hilft, bei Gilles was im Boden zu finden. So, warst du hier vielleicht der Lex? Nee, das hier nicht. Das hier nicht. So, wer warst du eigentlich? Astal. Ja. Er wurde von einem brutalen Banker. Ja, ruhig. Ich gehe nochmal hier. Hier oben war hier irgendwas Besonderes gewesen. So, bei euch geht's immer noch nicht vorbei, habe ich gehört. Vielleicht. Ah, da. Lex, du scheinst gewisse Schwerterfahrung zu haben. Aber dein Schwert allein wird nicht reichen, um die Gegner zu besiegen, die vor dir stehen. Wenn du glaubst, du kannst es, dann kannst du die Dämonen da weiter unten besiegen und mir den Schatz bringen, den sie beherbergen. Ja. Eine Statue der Göttin von Weiss. Ja, das kann ich noch nicht. Das heißt, ich brauche... Ah, stopp. Aha. Aha. Okay, was war das? Der Stab der Divinity. Ja, okay. Ja. Ich soll das Buch der Fakten ablegen. Das muss ich mir jetzt jedes Mal durchlesen. So, Equipment. Doch, Equipment. Kann ich nicht aufnehmen. Muss der Stab hier irgendwo sein? Hier. Ein Stab gemacht aus altem feinen Holz. In Weiß dient es als Beweis für den ältesten Rang. Okay. Den soll ich dir jetzt geben. Schwertkämpfer. Das, was du in der Hand hältst, ist nichts anderes als der Stab der Divinity. Ich weiß gerade nicht, was Divinity heißt. Ohne Scheiß. Tut mir leid. Es ist genau das, was ich immer dachte wäre in dieser Truhe. Die Statue über uns symbolisiert die zwei Göttinnen von Weiss. Der Stab der Divinity signalisiert symbolisiert jemanden, der es wert ist zu führen. Die Magie des Priesters sollte nur bei seinem Besitzer oder bei seinem Träger innegehabt haben. Ach, Kacke. Wenn du den Stab vor der Göttinnenstatue berührst, glaube ich, du wirst die Macht der Magie erlangen. Von diesem Punkt aus gesehen, sollte deine magische Kraft dir den Weg weisen. Okay. In dem Moment, wo Adol den Stab Richtung Göttinnenstatue hielt, fühlte er eine Macht, die durch seinen Körper ging. Und wir haben Magie. Ja, warum nicht? Ah, cool. Hey, ich kann zaubern. Jetzt bin ich ja voll der King. Ja, komm her. Und verbrenne, du Stück. Ist das geil, jetzt können wir zaubern. Jetzt sind wir voll die Kings hier. Yeah. Komm, ich brauche irgendwen zum Abfackeln. Kommt. Yeah! One shot! Okay, das nicht, aber... Yeah, wie geil! Hallo? Okay, anscheinend. Ah, seht ihr das?
So, wenn ich so mache, dann geht alles wunderbar. Aber sobald ich einen Gegner treffe, geht die maximale Magie runter. Das ist ja funny anzusehen. Na komm. Na komm. Na komm. Oder zumindest zum Teil. Aha. Der ist noch. Der geht immer so einem kleinen Teil runter. Okay. Da muss man sich wohl wieder tierisch einen erholen, bevor es dann. Bevor man wieder weitermachen kann. Gut. Alles gut zu wissen. So, jetzt ist sie weg hier. Vielleicht kann ich damit ja was in dem Haus von den alten Sack da unten bewirken. Aber die füllt sich auch nicht wieder auf. Das heißt, dafür müsste ich wahrscheinlich jetzt endgültig wirklich in einem Gasthaus oder sowas ruhen. So, probieren wir auch gleich mal aus. Bevor wir da zu dem anderen darüber rennen. Ich habe jetzt keine Lust mit dir zu reden. Ruhe. Ja, Ruhe. So, war das hier? Ne, ich glaube nicht, das war zu klein. Ne, hier lebt ein Pudi und die anderen. Wir müssen aber hier auch nicht hin. Was gibt's hier? Lilia! Exhaust ist, ich werde die Tage einfach so, ja. Ja, okay. Ich konnte es gerade nicht übersetzen. Tut mir leid. Danke, dass es sich kümmert, wie es mir geht. Aber wirklich, mir geht's gleich wieder besser. Es ist viel. Das passiert häufig. Okay. Soll ich dir das jetzt wirklich glauben, Mädchen? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. So. Ja. Ruhe. Ein bisschen ruhen. Wow. Tatsächlich. Und schon sind wir wieder aufgefüllt. Was ja sehr gut ist. Da können wir aber erstmal gerade speichern wieder. Bevor wir wieder hier abkacken. So. Und jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Katze verbrennen. Stirb Katze. Okay, das geht dann auch runter. Na egal. Katze verbrennen. Uah, Katze. Das war das Altenheim. Ja, ich weiß, es ist kein Altenheim, das ist nur die Residenz des Alten, aber ich gähne und sag, das ist ein Altenheim. Punkt. So, jetzt gehen wir nochmal runter und machen mal hier ordentlich Licht. Hallo. Ja, ich spüre das Böse in diesem Ort. Ich spüre auch öfters Böses. Hallo. Was war das? Was war das? Warum klingelt mein. Warum vibriert mein Handy? Was soll der Mist? Wer will denn hier was? Ist ja gerade nicht wichtig. Wir sind hier gerade voll am Aufnehmen. Ja, Ruhe da drüben. So, und warum geht's hier nicht weiter? Bam, bam, bam. Ja. Warum geht's hier echt nicht weiter? Wo ist hier der Trick bei? Ja, Arschkrampen. Nichts? Wirklich? Ja, wirklich. Sackkarte. Sei lieb zu mir, sonst fackel ich dein Haus ab. Respektiere meine Autorität! Warum geht das nicht? Was verfehlen wir? Was verpassen wir? Wenn ihr das natürlich wisst, dann schreibt's mir. Ich bitte euch. Da muss ich ja so viel suchen. Yeah! Die hat's voll erwischt. Guten Morgen und ein weiterer wundervoller Tag. Stimmt's, oder? An so schönen Tagen wie diesen gibt es nichts Besseres, als einfach nur einen Gang durchs Feld zu machen. Aber ich würde von den Klippen wegbleiben, wenn ich du wäre. Niemand kann dich auffangen, wenn du runterfällst. Außerdem, die Dämonen verlassen sehr selten die Ruinen. Aber du kannst nicht komm, du fasst dir das mal. Nein, nicht! Bleib weg! Ja. Ich bin mal ein bisschen gemein. So, hier war was? Das Haus von Astol und Lex. Ja. Wenn ihr meint. Wenn ihr alle meint. Was zum Geier verpasse ich? Hab ich irgendwas in meinem Inventar, was mir weiterhelfen könnte? Oder. Ressource MP. Hä? Die hab ich. LOL, die hab ich doch eben gekauft. Ich Vogel, ey. Vielleicht können wir dieser Stab hier helfen. Ne, das ist die Altenheim. Die Altenresidenz.
Komm rein hier. So, jetzt kommt der Chef. Alle mal in Deckung. Ja, es ist ein alter magischer Stab. Komm, hier muss er mal einzureißen sein, der Scheiß hier. Komm. Komm, geh kaputt. Aha. Bäm. Das ist ja Porno. Bäm. Das gefällt mir. Bäm. Das ist cool. Verdammt, nochmal. Wie geht's hier weiter? Aha, hier vielleicht. Na, das wollte ich jetzt auch nicht haben. Ach, Mann. Weg, weg, weg. Wie zum Geier komme ich jetzt weiter? Wie zum Geier. Okay, wisst ihr was? Ich habe die Schnauze voll. Ich gucke jetzt doch mal ganz kurz nach. Ich mache ihn mal kurz. So. Safe, ganz schnell. Ich habe mich keinen Bock mehr, jetzt hier rumzusuchen. Und wir sehen uns gleich genau an dieser Stelle wieder. Und ich gucke mal ganz schnell, wie es weitergeht. Bis gleich. Tschüss. So, meine lieben Freunde. Ich habe jetzt mal schnell nachgeguckt. Und ja, es ist eigentlich fast was Offensichtliches. Wir müssten jetzt, nachdem wir es nochmal aufgefüllt haben, doch mal zum ersten Boss latschen, der uns jetzt schon ein paar Mal, nee, das ist falsch aus, die Fresse poliert hat. Hat nämlich ganz einfach einen Grund. Jetzt sind wir ja ausgerüstet. Jetzt haben wir einen, jetzt haben wir Magie. Jetzt können wir von fern angreifen. Und das verschafft uns einen kleinen Vorteil. Uns fehlt nämlich ein essentiell wichtiges, ein wichtiges Werkzeug oder ein Gegenstand. Na, ich wollte, Entschuldigung, ich wollte dich nicht verlassen. Ich wollte mit dir schwätzen, dass du mich hier pennen lässt. Ich wieder volle Magie habe. Das sind immer so offensichtliche Sachen, aber ich komme da irgendwie gerade mal nicht drauf. Ich weiß auch nicht, bei Wise übersteigt irgendwie so ein bisschen. Moment, ich muss hier kurz mal was handeln bei mir. So, Wise übersteigt irgendwie manchmal so ein bisschen mein bisschen Grips, sodass ich lange brauche für solche Überlegungen. Das ist eigentlich ganz logisch. Jetzt habe ich ja einen Fernangriff, jetzt kann ich da mal gegen den Boss probieren. Warum ich da nicht vorher drauf komme? Keine Ahnung. Also, bewegen wir uns mal wieder zurück, Marsch. So, mal gucken auf die Uhr. Und schauen mal, was uns beim Boss jetzt erwartet, wenn wir ihn dann ja blätten können mit Magie. Lass mich mal hier rein. So, du weg. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder den Boss finden. Das ist wieder so eine Sache. Ich mache erstmal alle platt hier. Hier könnten wir sowieso nichts anhaben. So, dann gehen wir mal runter. Eins, zwei... drei ganz viele. Vier. So. Hier lang. Weiter. Ich glaube, das geht jetzt hier lang, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich bin schon verkehrt gelaufen. Oder auch nicht. Ja, bin ich doch. Gut, also wieder zurück. Wieder zurück, Marsch, Marsch. Aua. Hier könnte ich noch reinrennen. Ach genau, hier gibt es nur ein einsames Vermoder des Alien. Raus hier. Hier ist rein. Hier lang vielleicht. Auch nur ein Alien. Aber haut immer noch gut rein, das Vieh. Hier haben wir den Doktor gefunden. Schaut's hier aus. Stopp. War das hier gewesen? Schau mal. Ne, hier war das nicht. War es definitiv nicht. Weg. Hier rein. Ah, hier könnte es gewesen sein. Ich habe Herpes bekommen. Das ist doch... Ich habe Herpes bekommen. Super. Das freut mir. Aua. Das Vieh tut mich ganz schön aua, muss ich ja schon sagen. Aber die Herpes können wir gerade mal nehmen. So. So. Wieder abwählen. Was wir nicht angewählt haben, kann es auch nicht verletzen. So, nochmal reingucken jetzt hier. So. Ging es nicht weiter. Gut.